Wieder Vierecke, aber diesmal sind sie alle gleich. Ihr sollt jetzt quasi die Eigenschaften wieder rausfinden, Streckenlängen messen, Winkelmaße messen, Diagonalen einzeichnen, messen, schauen, wie sie zueinander liegen, schauen, ob es irgendwas parallel oder senkrecht gibt und dann natürlich auch Symmetrieeigenschaften überprüfen. Als Tipp schneidet euch das Ganze wieder aus. Wer dieses Blatt natürlich nicht mehr hat, der kann es über diesen Link hier oben wiederholen und sich selber ausdrucken. Bringt es in euer Heft, macht ein paar Versuche, messt ein bisschen rum und dann vielleicht kommt ihr dann drauf, welches der bekannten Vierecke, die ihr eigentlich schon in der 6. Klasse kennt, es ist. Alle Eigenschaften kommen in diesem Viereck vor. Es sind zwei Spezialfälle mit dabei, auf die kann man dann später auch kommen. Aber fürs Erste soll es reichen, das Ganze zu messen. Schreibt das Ganze in euer Heft und dann am nächsten Tag in der Schule werden wir es vergleichen und dann schauen wir, auf welche Eigenschaften ihr gekommen seid. Und vielleicht wisst ihr dann auch schon, welches Viereck es ist. Bis dann, tschüss!